Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls 5 Skyrim bei mir auf dem Kanal. Ich habe jetzt ein, zwei Wochen nichts mehr dazu gebracht, leider, weil ich mich sehr mit den Mods beschäftigt habe und ich wollte, dass das Spiel gut aussieht, gut läuft, aber ich wollte immer noch das Standardspiel so haben, dass man es erkennt. Also ich wollte es jetzt nicht komplett totmodden, dass es teilweise ein ganz anderes Spiel ist. Jetzt habe ich eigentlich, ich würde sagen, die grundlegendsten Mods reingepackt für die Optik und nehme jetzt gerade in Full HD auf und es ruckelt nicht mehr. Das Bild sieht auch richtig gut aus. 2K kann ich vielleicht dann irgendwann mit einer neuen Grafikkarte machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Story. So, und da sind wir. Wie hatten wir ja aufgehört? Wir waren gerade dabei. Ich glaube, laut Questbuch. Genau. Wir müssen den Drachenstein, den wir jetzt geholt hatten, letztes Mal zurück zu Farengar bringen. Man erkennt jetzt noch nicht viel von den Mods. Aber gut, es ist auch dunkel. Ach, die paar Stündchen können wir eigentlich warten. So. Ja, da hinten ist nichts geladen. Cool. So muss man sich das vorstellen. Jetzt ist alles geladen. Sogar die Hitze vom Flammenstab ist dabei. Da hinten Pferd. Ja. Alles einsammeln, was man kriegt. Also ich muss schon sagen, mit den Mods. Wow. Echt nice. Also, da ist das Originalspiel, glaube ich, ziemlich trist, farblos und ja, war auch 2011. Na komm her. Kann man dir helfen? Nee, ist noch alles okay. Oh, und die Sonnenstrahlen. Oh mein Gott. Ist das schön. Ich kann euch auch gerne die Mods verlinken, die ich jetzt alle installiert habe. Wenn ihr das wollt. Was haben wir denn hier? Ein kleines Hütchen. Gefährlich, nicht gefährlich. Hallo. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay. Es ist so schön, Besuch zu haben. Ja, spontan. Ziemlich spontan. Nee. Oh. Das Lied der Alchemisten. Alchemie verbessert. Perfekt. Was haben wir hier? Stehlen. Stehen wir was? Geht's in den Keller? Geh mal kurz rein. Das ging schnell. Oh. Okay. Das ist eine kleine Hexe. Was alles stehlen? Ich möchte jetzt nichts klauen. Den Trank des Verzauberns? Ich glaube, den nehmen wir mit. Was haben wir denn hier?
Hey, Geliebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch diese Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nachher greifen. Sagt euch los von euren Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden, aha. Und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Okay, die wollen irgendeinen Zirkel machen. Sollen sie machen, solange es nicht böse ist. So. Niemand darf mein Geheimnis kennen. Oh, okay, das durften wir nicht. Weil gegen Feuer kann ich auch. Mann, es tut mir leid. Gut, da hätten wir wohl nicht reingehen dürfen. Was sind wir hier eigentlich? Gehen wir mal zum Fluss. Lachs fangen. Ja, da bin ich doch dabei. Oh, ganz viele. Sehe nix. Nochmal Wölfe. Spinnt ihr auch so rum oder kommt ihr ganz normal? Nein, hier kommen wir normal. Warum spinnt der zweite mal rum? Vor allen Dingen, warum ist er so auf Speed? Ich habe mich mit Felsenhaxe infiziert. Das ist nicht so toll. Wo ist der andere? Ich hätte gern das Fell. Leder. Da. Okay, da vorne ist. Wir gucken jetzt einfach mal auf der Karte. Hier bin ich. Ah, da sind wir hier hinten irgendwo rausgekommen. Okay. Flusswald. Ich könnte auch eine Schnellreise machen, aber ich frage mich, ist das ein Sinn von einem Let's Play, alles durchzurattern? Also, nämlich schnell. Überall durchzurennen? Oder sollte man einfach, weiß nicht, das genießen, hier so schön durch die Landschaft zu schlendern? Ich meine, sie sieht jetzt nicht schlecht aus inzwischen. Richtig schön. Unter anderem hatte ich auch noch Mods installiert, die einfach die Wildnis und auch die NPCs belebter machen. Die interagieren viel mehr und machen mehr und du. Nein. Das nehme ich auch noch mit. So ein Pferd wäre auch echt nicht schlecht, ne? Alles einsammeln. Kann man alles gebrauchen, außer man wiegt dann zu viel. Kann nicht mehr sprinten. Oh je. Aber wir haben es ja fast geschafft. Und dann müssten wir eigentlich
Lydia haben, meine ich. Ich auch mit, Dankeschön. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Was sind das? Säbelzahntiger. Das nehme ich doch mit. Warum hast du das gekillt? Hallo? Geht, wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Ein würdiger Tod? Ja. Würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Warum wollt ihr sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Vielleicht könnte ich euch zu eurem lang ersehnten Tod verhelfen. Das klingt extrem komisch. Für mich seht ihr noch nicht alt aus. Ihr seid sicher immer noch ein starker, fähiger Krieger. Natürlich. Aber jemand sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Wir Orkmänner sind nicht wie die Nord- oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und ihnen die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungebührlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Ihr scheint euch nicht davon abbringen zu lassen. Ihr solltet gehen. Ich will nicht, dass ihr meinen ehrvollen Tod verscheucht. Okay. Geht, wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Okay, vielleicht könnte ich euch zu eurem lang ersehnten Tod verhelfen. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Ich bin mir sicher, ich werde euch einen angenehmen Tod bescheren. Ich werde es mir recht überlegen, lieber doch nicht. Nein, komm. Wir werden sehen. Dann. Hey, wir sind. Moment. Warum kämpft er jetzt mit mir? Der wird doch sterben. Bitte? Nein? 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 Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Bitte? Okay. Ja. Wenn jemand fragt, der wollte es so. Was ja auch wirklich so ist. Gott, ich mit meinem schweren Rucksack auf dem Rücken. Mein Gott. Ja. Hier sind die ganzen Felder angebaut jetzt. Man sieht es auch richtig. Ich höre schon wieder einen Hund. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken. Was ist denn hier? Ach, hier ist ein Fluss. Ich sehe das Wasser gar nicht. Also grau. Die Planschen. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Ja, sag das ruhig, wenn eine Wache neben dir steht. Bitteschön. Mach ruhig.
Wir sind fast da. Wer sitzt denn hier? Hallo? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ah, okay, der sitzt jetzt hier. Okay. Die Pferde habe ich auch neu gestaltet mit einer Mod. Finde ich sehr besser aus. Bei Ismir, es ist wahr. Ein Hofnarr, komplett mit Kappe und Schellen. Im Norden, beim Loreius-Hof. Er zog einen Sarg auf einem Wagen mit einem kaputten Rad. Ich bin gespannt, wie er sich aus der Sache rauslachen will. Nun, offenbar habt ihr eine ereignisreiche Reise hinter euch, Utgard. Aber ihr wart länger weg als sonst. Ich glaube, ich weiß, was die für Narren meinen. Ich kann mich dran erinnern. Ihr hört euch an wie meine Mutter. Dachtet wohl, dass ich tot in irgendeinem Feld liege, was? Der Gedanke ging mir durch den Kopf, ja. Ein drohender Krieg. Gerüchte über Tumulte in Helgen und jetzt auch noch Hofnarren. Himmelsrand ist verrückt geworden. Passt da draußen auf. Totale Katastrophe. Und jetzt auch noch Hofnarren. Danke, Skulvar. Huch. Ich werde daran denken. Hi. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Denkt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Hm. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Okay. Okay, Deal. 100 Gold bezahlen. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich habe Angst, jemanden zu treffen, den ich nicht treffen darf. Rechts, links. Wir sind gleich groß, glaube ich. Oh mein Gott, ich hätte ihn fast gehauen. Komm her, du. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Ich hab gewonnen. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Warum willst du jetzt gehen? Hallo? Ich glaube, ich habe mir meine 100 Gold verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Ja, bitte? Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier. Und du? Ah, kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. 1000 Gold. Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Oh. Wir haben 374. Das ist jetzt nicht so viel. Das dauert dann wohl noch ein bisschen. Jetzt geht's nach Hause. Das hat sie. Für sie ist der Tag gelaufen. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Verwendet einsam. Okay, das geht nicht. Wir müssen zum Jarl, Victor. Ach nee, wir müssen nicht zum Jarl. Wir müssen zu Faringer. Zum Hofmagier. Egal. Die besten Stücke aus frisch verlegtem Wild. Das ist genauso richtig. Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumähne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen kann. Ich hatte nicht gemeint. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Meine Dame,
Habt ihr eine Münze übrig? Oh Gott. Ihr braucht etwas? Hier, hast du etwas, Gold. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Also gut. Geschenk der Nächsten, die bin zugefügt. Ihr seid die Beste. Renuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama, seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Oh, das ist echt fies. Ich könnte dich adoptieren. Stimmt, das geht ja. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Nein, ach nein, das tut mir voll leid. Ah, gut. Trotzdem vielen Dank. Mann. Das war jetzt richtig fies. Ja, ich kann dich adoptieren. Ach, nee, doch nicht. Und irgendwie regnet es, aber es regnet nicht. Okay. Da muss ich dann nochmal gucken mit der Mod. Was da nicht so ganz stimmt. Eure Kinder! Ja, sogar euer Leben! Und was macht das Kaiserreich? Alle Krankheiten geheilt, das ist gut. Wir hatten uns ja vorhin mit was infiziert. So, dann gehen wir jetzt mal schön die Steintafel ab. Richtig atmosphärisch hier. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Fahrender. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Bitte schön. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ja. Was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Vielen Dank. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Ja. Schickt mir einfach ein Exemplar, Fahrender. Wenn ihr es entziffert habt. Fahrender, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Es geht definitiv. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Oh, ich glaube, das habe ich da hingeschmissen. Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt, über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Jetzt Luft, kommt der als erste Drache. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt.
Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ja. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Das machen wir. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu Gast sehen. Perfekt. Dann kann ich ein Haus kaufen. Dann kann ich das Mädchen adoptieren. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch lebe ich? Okay. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Dann jetzt ganz schnell unseren allerersten Drachen töten. Aber Erfahrung mit Drachen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir welchen haben. Ich meine, wir sind davor nur weggerannt. Es irritiert mich, dass es regnet, aber es regnet doch irgendwie nicht. Und Ich weiß, dass euch eure Familie ihre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei das gute sind sehr Männer böse Anschuldigungen. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach, holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Ui, 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 ui. Oh je. Wart, habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nee, aber worüber habt ihr beiden gerade gesprochen? Saphir, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Oh. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Okay. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Machen wir, nachdem wir den Drachen getötet haben. Kommt drauf an, wo die Höhle ist. Wenn natürlich dann sehr weit weg ist und wirklich nicht auf dem Weg liegt, dann. Nein, es ist gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und ei, ei, Captain. Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Ui. Rücken wir aus. Wir sind ja sehr begeistert. Dann let's go. Lasst uns einen Drachen töten. Was ich eigentlich gerne ungern mache, weil ich liebe Drachen. Aber die wollen uns töten. Da angreifen. Nee, angreifen und töten. So. Ist nicht so nett. Okay, es ist keine Sonne da und ich habe trotzdem irgendwie Sonnenpartikel in der Nase. Wo haben wir denn?
Jetzt sagen wir, stellen uns kurz unter und warten, bis das Wetter besser ist. Vor allem, wenn es gleich Nacht wird. Dann sieht man den Drachen nicht so gut. Obwohl es ziemlich hell ist in der Nacht. Oh, perfekt. Das sollte hinhauen. Ich hoffe, die haben jetzt noch nicht schon angefangen. Einfach ohne uns. Ihr habt mich erschreckt. Hier draußen hatte ich nicht mit Gesellschaft gerechnet. Hm, wir wollen gerade nur einen Drachen töten. Alles gut. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Brennt es ein bisschen. Oh, den haben wir auch entdeckt. Okay. Ah. Hallo? Hallo? Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ja, was? Oh! Da kommt er schon. Oh, ich hab keine Waffen. Hm. Jetzt sagen wir, nehmen den Flammenstab. Und. Carlos, rette uns! Es ist ein Drache! Okay, hallo? Ich komme nicht raus. Hilfe! Wo ist der? Oh mein Gott, er bläst dafür in ein Horn. Jetzt krieg ich dich auf. Oh mein Gott, Freunde, Hilfe. Schwer, ich bin nur fast tot. Alle, zurück! Unter Schreie im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Schreie. Ausrüsten. Dann guck ich mal. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Was meint ihr damit? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Nun, ihr kennt jetzt einen Schrei. Den kanntet ihr vorher noch nicht, oder? Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt.
Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Nicht viel können. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Jawohl. Von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Mustafa. Ihr seid kein Dorf. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ja. Aber auch. Wahrscheinlich. Laut Quest wieder zurück und berichten, dass der Drache tot ist. Ich würde gerne mehr sprinten können. Ja, ich glaube, die meinten mich. Hallo, guten Tag. Ah, da bist du ja wieder. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Okay, Begleiter. Gut. Genug geplaudert. Weil ich dir gezeigt habe, wo der Frosch die Locken hat, oder wie? Schön. Wir müssten jetzt bald mal Lydia bekommen. Lydia ist die einzig wahre. Bin ich der festen Überzeugung. Wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Ja. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Ich hoffe nicht noch mehr. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Dein Kumpel ist schon weg. Der hatte, glaube ich, die Nase voll.
Was sind die Flaschen bauschig? Was habe ich gerade gesagt? Die Wolken sind bauschig. Nein, das habe ich gerade, glaube ich, nicht gesagt. Egal. Ja, sagen wir den Jarl, wir haben einen Drachen getötet. Gut, ihr seid endlich hier. Hallo, Jarl, lieber Jarl. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet und ich finde, dass es eine Belohnung wert ist. Nein, so nicht. Erstmal, wir haben Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Nimm das. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärter? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen denn die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Turm oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ihr habt Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Zetim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Okay. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag. Ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Es geht nur die Graubärte etwas Ich weiß es nicht. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ui, ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein. Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Okay. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Oh, ich teile Dank. Euch Lydia als persönlichen Huskerl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen Vielen soll. Vielen Dank. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist nicht uns Haus. Eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Okay. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Da müssen wir jetzt einen Berg hoch. Ist sie das, Lydia?
Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Komm mit voran. Mir, bitte. Danke. So. Wir haben Lydia. Wir haben einen Drachen getötet. Und haben wieder einen Haufen vieler neuer Quests. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle würde ich das erstmal pausieren, damit es nicht wieder zu lang wird. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle in der nächsten Folge. Könnt mir auch gerne in den Kommentaren noch ein paar Mod-Tipps vielleicht reinschreiben. Oder allgemein, ob ihr auch wissen wollt, welche Mods ich benutzt habe. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar, wie gesagt, da. Abonnieren wäre auch schön. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.